Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Angezockt. Heute geht es um Destruction All-Stars. Ich bin froh, dass ich dieses Spiel über PlayStation Plus jetzt umsonst bekommen habe. Diesen Monat ist es noch drin. Also dieser Monat ist Februar. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hochlade. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Aber das Spiel kostet im Normalfall 80 Euro auf der PlayStation 5. Und das, was ich davon jetzt gesehen habe, ist einfach nur irgendwelche Autos, die lustig gegeneinander fahren. Es ist meiner Meinung nach keine 80 Euro wert, aber ob das wirklich so ist oder nicht, das sehen wir jetzt. Wir gehen rein ins Spiel. We are live. Welcome to the London Thunder Yard. Destruction at every turn. This is Mayhem. Sind wir das? Warum startet es direkt? Willkommen in den Tutorials, lernst du die Grundlagen. Okay. Treffen. Ich muss Gegner treffen. Okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Schrotten. Ausweichen. Nehmen. Okay. Im Fahrzeug einsteigen. Gedrückt halten, beschleunigen. Okay, so springe ich raus, aber habe ich da noch irgendwie eine Handbremse? Ja, hier. Oh, das läuft natürlich nicht so gut. Okay, mein Auto zieht die ganze Zeit schon nach rechts. Ich glaube, ich sollte mir mal einfach ein anderes besorgen. So ist besser. Außerdem kannst du damit rückwärts fahren. Okay. Mhm. Okay, und so kann ich einfach nur aus dem Auto rausspringen. Okay, ich kann auch zutreten, aus welchem Grund auch immer. Okay. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier gerade tue, außer das Tutorial. Der Zustand deines Fahrzeuges wird im HUD angezeigt. Okay, da unten. Okay, Driften funktioniert einigermaßen gut. Das muss man dem Spiel auf jeden Fall lassen. Funktioniert besser als in jedem Need for Speed. Tippe nach vorne, um zu rammen. Dies erhöht dein Tempo und verursacht mehr Schaden. Okay. Komm her, my friend. Wo bist du? So eine Minimap wäre für sowas nochmal ganz cool. Oh nein! Gerettet, gerettet! Auch wenn ich sagen muss, ich habe das Gefühl, die Autos richten sich in der Luft von alleine aus. Okay, man kann auch seitlich rammen. Oh nein, oh nein. Schnell wieder das Auto geholt. Beim Auswürfen wirst du schnell nach oben geschleudert, wodurch du höhere Plattform erreichen und einem K.O. ausweichen kannst. Deine Richtung, bla 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 und so weiter und so fort. Okay. So, und? Meins. Einfach mal zerstört. Gott. Neues Auto.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt für Charakter springen, ausweichen, mitfahren. Okay. Spring aus dem Fahrzeug heraus. Mach ich. Was, man kann Wallrun? Ja, moin. Splitter sammeln. Aber mal großen Splitter gekriegt. Was auch immer die bringen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Erfahrungspunkte sind. Heranfahren, dem Gegner ausweichen. Ja, da muss erstmal einer direkt auf mich zufahren hier. Oh, ich kann auch mitfahren, das ist gut. Kann ihm einfach sein Auto klauen? Ich muss das mit dem Ausrichten nochmal ausprobieren. Nee, man kann auch auf der Schnauze landen. Oh, genau im richtigen Moment. Dein Breaker ist einsatzbereit. Während er aktiv ist, kannst du schneller laufen und Doppelsprünge ausführen. Aha. Charaktergrundlagen abgeschlossen. Sehr schön. Das ist mein Heldenfahrzeug. Bin unsichtbar. Ja, moin. Wie unfair. Fahrzeugbreaker aktivieren hatten wir ja gerade schon. KO! Okay, also man muss im Endeffekt die Mannequins umfahren und nicht die Autos. Das ist also so der Grundgedanke dahinter. Nicht nur standardmäßig Fahrzeuge schrotten, sondern die Fahrer töten. Indem man sie überfährt. Nettes Spielkonzept. Gefällt mir. Okay, es macht schon irgendwie Spaß bis jetzt. Zumindest laut dem Tutorial. Aber ob das 80 Euro wert sind, bezweifle es. Multiplayer, Arcade, Herausforderer-Serie, üben, anpassen. Gucken wir, was es beim Anpassen so gibt und wie viel der ganze Scheiß kostet. Weil das wird sicherlich nicht alles kostenlos sein. Okay, hier steht immer eine Prozentzahl darunter. Das ist eine Art Level dann oder so. Das sind wahrscheinlich die einzelnen Characters.
So, Standard. Dann gibt es... Huch, nein. Dann gibt es verschiedene Farben für das Fahrzeug und für die Kleidung. Aber auch nur Farben. Gibt verschiedene Emotes natürlich haufenweise. Da sind jetzt auch welche dabei, die nur mit dieser lilanen D-Währung zu holen sind. Bei den Skins ist ja außer Stars and Stripes, was noch gesperrt ist, weiß ich nicht. Aber die sind ja zumindest alle mit diesen AC oder... Ich glaube, das soll AC sein, nicht RC. Punkten kaufbar. Stufe, Auswahl. Ja, hier haben wir auch wieder welche, für die echt Geld bezahlt werden muss. Avatare und Banner. Ja, das braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Währung. 500 von diesen Punkten kosten 4,99 €. Also kann man umrechnen. 100 Punkte, 1 Euro. Sprich, 1 Punkt, 1 Cent. Was sagt das Anpassen-Profil dazu? Ja. Das sagt, hey, möchtest du diesen einen Emote haben? Wer benutzt Emotes in Videospielen? Ich nicht. Aber möchtest du diesen Emote haben, kostet das einfach mal 8 Euro. 8 Euro für diesen Emote. Kann ich nicht nachvollziehen, warum plötzlich diese Preise für diese Ingame-Währung so explodiert sind. Aber da gibt es nochmal ein eigenes Video zu, das... Ich weiß, wer schuld ist. Was war das gerade? Achso, ist nur gedreht. Gucken wir mal Arcade rein. Spielmodus. 4 Stück gibt es. Tornado. Greife Gegner an, um Zahnräder zu verdienen und bunkere sie in deinem Fahrzeug, um Punkte zu sammeln. Detoniere und dominiere. Stockpile. Greife Gegner an, sammle Zahnräder und deponiere sie, um die Banken zu kontrollieren. Erreiche das Maximum bei allen 3 Banken oder besitze bei Zeitauflauf die meisten Banken, um zu gewinnen. Okay. Gridfall. Du hast eine begrenzte Anzahl an Leben. Knocke deine Gegner aus und bleibe als letzter All-Star übrig. Verliere nicht den Boden unter den Füßen. Und Mayhem. Ramme und verschrotte deine Gegner und lass dich nicht treffen, um Punkte zu holen. Beweise dich im endlosen Chaos. Die höchste Punktzahl gewinnt. Also haben wir im Endeffekt Team Deathmatch. Ja. Team Deathmatch mit Leben anstatt Punkten. Das hier wird eine Art Herrschaftsmodus sein. Schwer zu erklären. 3 Punkte, die mit Zahnrädern befüllt werden müssen. Und wer am meisten Zahnräder drin hat, kontrolliert diesen Punkt und sammelt damit halt Punkte. Und das hier geht einfach nur darum, Zahnräder zu sammeln. Also großartig abheben tun diese Modi sich nicht voneinander. Wir nehmen jetzt erstmal den Stockpile-Modus, weil ich glaube, der klingt am interessantesten. Arena, 3 Stück. Warte. Las Vegas, Tokio, Barcelona. Mayhem. London, Tokio, Barcelona. Okay, es gibt ein paar mehr Maps, aber immer nur 3 pro Spielmodus. Was soll das denn? Spielen wir Tokio. Und leicht erstmal. Sender. Es gibt mehr Charakter als Maps oder Spielmodi. Ich glaube, ich nehme Twinkle Riot. Twinkle Riot
gefällt mir am meisten, weil sie irgendwie... Ich war am überlegen, ob Twinkle Riot wegen dem Helm oder ob Boxtop. Die gefallen mir nämlich beide sehr gut. Die anderen sehen alle so... Ja, so obercool aus. Und die haben irgendwie... Die haben Witz. Hi, hi. Nice to meet you. Dann gibt's jetzt Twinkle Riot. Einsammeln, um Banken einzunehmen. Let's go. Schrotten und KO bei Rivalen erzeugen Zahnräder. Zahnräder sammelst du nur zu Fuß. Oh, das ist natürlich blöd. Steht zum Deponieren auf Banken. Ach, da muss man sich auch noch zu Fuß oben drauf stellen. Drop off gears in banks to take control of them. But look out, your opponents have their eyes on those banks too. Okay, das ist teambasiert. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Hey, warum kann ich die nicht einsammeln? Ach so, kann das sein, dass es einfach keine Zahnräder von... Kann Zahnräder irgendwie nicht einsammeln? Warum nicht? Die blauen. Okay, ich kann... Bin ich voll mit Zahnrädern, oder? Ach so, ich kann nur 4 Zahnräder auf einmal mitnehmen. Ich glaube, ich kann nur 4 auf einmal tragen. Dafür diese Anzeige da oben in der Mitte. Und wenn die 4 voll sind, dann sind sie halt voll. So, fertig. Da muss ich erstmal welche abgeben. Also wollen wir jetzt erstmal wieder ein paar Gegner zerstören. Und blaue Zahnräder brauche ich. Ich glaube, rote ging nicht, ne? Ne, rote gehen nicht. Weil wir Team Rot sind, so wie es aussieht. Oder... Wie darf ich das verstehen? Ich dachte, ich wäre Team Blau. Das überhaupt was, dieses Auto kaputt zu fahren? Ist kaputt. Blaue Zahnräder. Ich habe 4 Stück. KO. Ich weiß immer nicht, wann ich KO bin, weil man nicht wirklich KO geht. Also es wird zwar angezeigt KO, aber ich stand ja noch. Aha, okay. Das wusste ich natürlich nicht, dass da jetzt so ein Hammer durch die Mitte durchschwingt. Toll. Hä, ich bin doch rausgesprungen. Warum bin ich KO? Was war das denn jetzt für eine Nummer? Verbuggt ist das Game auch noch. Ja, super. Jetzt kommen ja auch noch Poller hochgefahren. Was soll denn der Scheiß?
team. That stings even worse. Niederlage. Was bekommt man dann für eine Niederlage? Gar nichts? Nichts. Probieren wir es mal mit Mayhem. Und zwar in London. Live and direct from the UK's capital, here in London. This is Mayhem. Three. Okay, kurze Einleitung, ist egal, überspringen wir wieder alles. Ich finde es schon heraus. Ich mach sie alle glatt hier. Come on, come on, come on. Ja. Well, they're no me, but they're pretty close. Nein, hier war doch eben gerade noch ein Auto. Da hinten. Nein, ist jetzt auch weg. Das gibt's doch nicht. That score's lagging a little. Don't give up. Da, meine Karre, komm. It's gonna take more than that to catch up with the opposition scores today. Komm schon, komm schon, komm schon. Heldenfahrzeug. Schön. That'll take the wind out of them. Some big scores on the board, but held by the opposition. It'll be tough to bounce back from that. Time to play rough, Mr. Sparkles. Mr. Sparkles is angry. I love it. Why, hello there. Da, komm. Ich muss die Fußgänger erledigen. Verschrottet. Das war schon mal gut. Das gibt nämlich, glaube ich, auch ganz gut Punkte. Oder bringt es überhaupt nichts, die Fahrer zu erledigen? You won't like Mr. Sparkles when he's angry. His breaker's up. Did you forget about me? Scores are pretty close, but you've got some catching up to do. Time to play around, Mr. Sparkles. Kann das sein, dass es nur darum geht, Autos kaputt zu machen? Komm schon, ein paar Punkte noch. Five,
Shit. Dritter Platz. Dritter Platz in dem Modus und wir haben immer noch keine Belohnung gekriegt. Versuchen wir es mit Carnado in Barcelona. Live from the Barcelona Rectangle. In your car, then drive into the car. Okay, Auto schnappen und let's go. The better the score when you detonate. The team with the highest score wins. Ich glaube, es ist nicht gut, direkt beim Gegnerteam zu stehen. Was? Ich habe einen Punkt geholt? Habe ich gerade wirklich einen Punkt geholt, einfach nur, weil ich mein eigenes Auto da reingeschossen habe? Uh-oh, looks like the other side scored there. Looks like they'll take it from here. Go away. Oder habe ich damit Punkte für die Gegner geholt? Position takeover. Raiders ready for Twinkle Ride. And with that, the opposition have taken the lead. Some big scores on the board, but held by the opposition. It'll be tough to bounce back from that. Ich weiß nicht, wie dieser Modus funktionieren soll. Die fahren alle selber ihre Autos da rein. Wie die Bekloppten. Da muss doch sicherlich Gegner da rein smashen oder was? Hey, no need to be gentle to on-foot opponents. Don't blink. We've got a hero vehicle waiting in the wings, people. So, komm hoch da, Mensch. Ich bin letzter mit einem Punkt. Man soll echt die Autos da reinfahren? Soll ich mir das jetzt nehmen? Ein Punkt. Ich verstehe diesen Modus nicht. Was bringt mir das denn, wenn ich einfach nur ein Auto einsteige und das da reinfahre? Also irgendwas habe ich an diesem Modus nicht verstanden. Aber ich habe immer nur Punkte gekriegt, wenn ich ein Auto in diesen Tornado selber reingefahren habe.
Also gehe ich los, steige in ein Auto, fahre das in den Tornado, gehe zurück, hol mir neues, fahre damit in den Tornado, gehe zurück, hol mir neues, fahre damit und so weiter und so fort. Ist das der Modus? Wer hat sich denn das ausgedacht? Wobei, es gibt ja für irgendeinen Krams auch mehr Punkte. Punkte auf der Bank. Ich habe die meisten Punkte gekriegt, indem ich ein Auto da reingefahren habe. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also Carnado ist auf jeden Fall nicht mein Modus. Welcher fehlt jetzt noch? Gridfall. Okay, da haben wir nur Las Vegas. Nehmen wir mal hier mal, nehmen wir hier mal das Dreieck. Und dann passt das schon. Diesmal nehmen wir auch mal einen anderen Charakter. Diesmal sind wir bei Boxtop dabei. Respawns sind begrenzt. Okay. Also, versuchen nicht zu sterben. Nein! Man kann von der Map fallen. Ja, gerade noch gerettet. Ich brauche ein neues Kfz-Vehikel. Da. Hey! Das war mein Vehikel. Hey, der kann mich hauen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich krieg so ja nie wieder ein Auto. Da hinten stehen zwei Stück. Das ist meine Chance. Zack, rein da. Let's go. Weg damit. Okay. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, wer am längsten überlebt, ne? Zum Ende. Also einfach nur sehr vorsichtig sein. Ich glaube, ich habe auch nur noch zwei Gegner, ne? Oder nur noch einen oder so? Nein! Okay, ich weiß aber auch nicht, wie viele Leben man hat. Ich glaube, nur noch eins. Und der Rivale auch. Oh, gerade noch rausgesprungen. Nein, 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 ich brauche ein neues Auto. Come on, come on, come on, come on, come on. Der ist gut. Oh, wobei, ich habe ja auch mein Special Vehicle. Ist das mein Hero Vehicle? Nö. Da. Wo ist er? Da. Ja. Haha. Habe ich gewonnen? Das ist mein Modus. Das ist er. Mein Modus. Da ist der Sieg. Gewöhnlich Banner haben wir auf jeden Fall bekommen. Aber keine Punkte. Keine von diesen RC-Punkten oder AC-Punkten. Aber das ist auf jeden Fall mein Modus. Jetzt gucken wir noch einmal. Oh, anpassen. Ich kann das gleich auswählen. Das ist natürlich wundervoll.
So, schön. So, und jetzt gucken wir noch einmal in den Multiplayer-Modus rein. Mayhem Solo. Starte ich jetzt einfach mal. Matchsuche. Okay, wen nehmen wir, wen nehmen wir, wen nehmen wir? Das hier. Das sieht schnell aus, Sender. Back again in Barcelona, in front of a capacity crowd. Fasten your seatbelt. Ich glaube, online werde ich ziemlich reinscheißen jetzt. Let's go. Start. Let's show them how it's done. It's every All-Star for themselves as they create mayhem and earn points in the arena. When the clock hits zero, the All-Star with the most points wins. So, erst haben wir meinem eigenen Teammate das Auto geklaut. Weg damit. Oh Mann, ich fahre an allen vorbei. Irgendwie ist online nicht so wild wie offline. This is what the fans want to see. Wasn't even looking. Rising above it all. Just a small score gap. Can they jump it? Wo sind die nächsten Autos? Da. Big scores on the boards, but held by the opposition. It'll be tough to bounce back from that. Time to zero in. Their hero vehicle is just waiting for the call. Any second now. Yo, yo, yo! Hey! Das war doch mein... You know, Xander's usually impatient, but he's holding on to his breaker. Nee, das ist meins. Ich dachte gerade, das wäre mein hero vehicle, was er da gerade geklaut hat. Oh, another hero vehicle taken out by the competition. Ich habe mein eigenes Fahrzeug gerade geschrottet. Das war natürlich geringfügig unpraktisch. Komm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht so richtig gecrashed gerade. Geschweige denn einen normalen Gegner übergefahren. Das Einzige, was ich mache, ist hier und da mal ein bisschen Schaden, aber das war's dann auch.
Ja, ich habe einen K.O. geholt. Geht doch. Eliminierung. Bin aber nicht auf dem ersten Platz oder so. Okay, nächster weg. Vierter Platz für die erste Runde online. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Kriegen wir jetzt was von dieser Währung? Okay, wir haben auf jeden Fall irgendwie Punkte bekommen. Erfahrungspunkte, denke ich mal. Reicht nicht mal, um auf Level 2 zu kommen. So schlecht sind wir. Und immer noch keine von diesen AC-Punkten. Gehen wir einmal zurück. Dann bleibt ja nur noch eine Sache, die wir uns angucken müssen. Und zwar die Herausforderer-Serie. Da bin ich jetzt völlig raus, denn die Herausforderer-Serie hat hier 7 Events, die man durchspielen kann, um ein bisschen Krams freizuschalten. Und die zweite Herausforderer-Serie kostet Geld, um sie freizuschalten. 2 Euro, um genau zu sein. Warum? Warum? Da gucke ich jetzt nicht weiter rein, an dieser Stelle bin ich raus. Ihr konntet euch hoffentlich einen Eindruck von diesem Spiel machen. Ich an meiner Stelle soweit auch. Und wir sehen uns im nächsten Angezockt. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Und tschüss!